Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, es kommt schon wieder ein Rossmann Haul. Der zweite Rossmann Haul in diesem Monat. Aber ich muss euch sagen, es sind einige Sachen, danach sind mir noch eingefallen, die ich vergessen habe zu kaufen oder die kurz danach leer gegangen sind. Und deswegen dachte ich, ich gehe einfach nochmal Shopping machen. Das ist mir nicht schwer gefallen. Und ich dachte beim letzten Mal schon, das ist Angebotswoche, aber es war jetzt erst Angebotswoche. Ja, Rossmann hat ja jede zweite Woche, glaube ich, eine Angebotswoche. Dann kommt auch ein neues Heftchen raus und wie der Name schon sagt, es gibt halt sehr viele Angebote. Und da kann ich einfach nicht Nein sagen. Wie gesagt, diesmal habe ich aber auch viele Sachen wirklich nur gekauft, weil wir sie brauchten und weil ich sie einfach beim letzten Mal vergessen habe. Hier ist wieder meine schöne Tüte. Tasche, die ist eigentlich immer in meinem Auto drin, deswegen benutze ich die eigentlich so wie. Aber die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich werde die Tasche heute direkt mal hinlegen und zur Seite packen. So, nein, das gefällt mir nicht. So, ich drehe es auf die andere Seite. Und pass auf, dass es nicht runterfällt. So, wir fangen an. Ich werde euch natürlich wieder die Preise einblenden. Und weil es eine Angebotswoche war, werde ich euch, wenn was im Angebot war, den Originalpreis und den Angebotspreis wieder einblenden. So, als allererstes geht es mit einer Sache los, die ich in dreifacher Ausführung gleich gekauft habe. Und zwar Fusselrollen-Nachfüller. Diesmal waren die jetzt in so einem sommerlichen Design mit Wassermelonen und dann wechselt es immer zwischen rosa und weißen Blättchen. Es gibt immer mal wieder so eine Special Editions und Fusselrollen ist wirklich ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wie ihr wisst, haben wir auch einen Hund und es ist einfach das Einfachste, eine Fusselrolle sich einmal abzufusseln. Also das sind einfach Dinge, auf die könnte ich nicht verzichten. Ich weiß auch nicht bei allen Dingen, ob sie im Angebot waren. Ihr werdet es sehen, ob sie im Angebot waren. Dann werde ich es euch mit einblenden. Manchmal habe ich Sprachfindungsschwierigkeiten. So, noch eine Sache, die alle gegangen ist, die ich gleich zweimal mitgenommen habe, weil die im Angebot waren, das weiß ich. Und zwar sind es Staubwischtücher. Also für diesen, wir haben so einen Swiffer und das sind halt so eine trockene Wischtücher sozusagen. Die sind jetzt nicht von Swiffer direkt, aber die passen auch definitiv darauf. Und es ist wirklich mal praktisch, einfach so ein Ding zu nehmen, ranzumachen und durch die Wohnung zu gehen. Ist manchmal einfacher als Staub zu saugen. Und da wir keinen Staubroboter haben, müssen die her, dass man einfach mal auf die Schnelle das machen kann. Und dann geht es gleich weiter mit einer Sache, die ihr letztes Mal schon gesehen habt. Und da hat mir jemand kommentiert, dass sie das ja, also wie soll ich sagen, dass sie das verstehen kann, dass sie so nicht so oft kaufe, weil die so teuer sind. Ich hatte nämlich einen Schreibfehler drin und zwar haben die 89 Cent gekostet und ich habe 89 Euro geschrieben. Also deswegen hat sie gesagt, kann sie verstehen, warum ich sie nicht so oft kaufe. Aber ich habe die schon aufgegessen und fand sie wirklich sehr, sehr lecker und dachte mir, ich hole sie mir einfach nochmal. Da habe ich wieder einmal die mit Blaubeeren genommen und einmal mit Himbeeren. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere auch mal die mit Apfel, weil die hatte ich wirklich noch gar nicht. Bin mal echt gespannt, wie die schmecken. Es gab ja noch welche, da waren drei, das war so eine Mischung zwischen Johannisbeer, Blaubeer und Himbeer oder Erdbeer oder so. Aber die habe ich erstmal nicht genommen. Ich probiere mich erstmal an den Äpfeln. So, dann geht es weiter mit einer Sache, die ich noch am gleichen Tag gemerkt habe, nachdem ich das Video abgedreht habe, das andere von dem anderen Rossmann Haul, dass die Taschentücher alle sind. Und da habe ich einmal die Tempo-Taschentücher, eine große Packung genommen. Da gab es auch 20% drauf. Also auf alle Tempo-Artikel, Produkte gab es 20%. Und die mussten sowieso mit und deswegen war das wirklich sehr praktisch. So, dann haben wir hier zweimal Müllbeutel. Ich habe gleich zwei genommen, weil die waren auch wieder im Angebot. Und da nehmen wir immer von Rubin Duftmüllbeutel. Die riechen so ein bisschen zitronig. Also es fällt jetzt nicht so doll auf, aber es ist auf jeden Fall auch nicht störend. Die sind sehr praktisch, haben eine gute Größe und deswegen benutzen wir die. So, was gibt es noch? Okay, dann habe ich hier zwei Sachen für meine Mama gekauft. Das weiß sie noch gar nicht. Und zwar habe ich Beauty Blender gekauft. Meine Mama hat gesagt, sie braucht auch jetzt mal Beauty Blender. Und ich habe erstmal die
For Your Beauty gekauft, also von Rossmann, so sage ich mal, in die bisschen günstigere Variante, damit sie sich erstmal daran tasten kann. Und wenn ihr die gefallen, dann kann ich ihr nochmal einen größeren kaufen von Real Techniques oder so. Und zwar haben wir hier einmal den Profi Make-Up Schwamm und den Perfect Blending Schwamm. Einmal in rosa und einmal so hier in schwarz. Und hier steht auch drauf neu, okay. Also da kann sie sich mal ausprobieren. Und dachte ich mir, die nehme ich einfach mal mit. So, dann gucken wir mal, was noch hier drin ist. Dann habe ich eine Seife gekauft. Ich habe die auch irgendwo bei irgendeinem Video oder irgendwo habe ich die gesehen und dachte mir, okay, die muss ich kaufen. Und dann habe ich sie dort auch wieder stehen sehen, obwohl ich es dann wieder vergessen habe, dass ich sie kaufen wollte. Aber da habe ich sie gesehen und dachte mir, ich nehme sie mit. Und zwar ist es von Isana eine Schaumseife, White Blossom, duftet nach weißen Blüten und grünem Tee. Und da ich ja beim letzten Mal eine Seife gekauft habe, die nach Kokos gerochen hat, die wir nicht benutzen konnten, dachte ich mir, nehme ich die mit. Und wenn ich jetzt gerade überlege, Schaumseife ist doch, da kommt doch Schaum raus dann. Ja, deswegen hat es auch, okay, das habe ich jetzt auch nicht beachtet, aber deswegen ist es auch so eine große Öffnung. Das kommt schaumig raus. Ich rieche mal dran. Ja, die riecht ganz angenehm. Also die wird auf jeden Fall benutzt. Und ich muss wirklich sagen, dieses Design ist ja so schön. Und da musste das erst rechten mit. Ich habe es jetzt schon blöd gedreht. Jetzt ist es schon schief. Naja. So, dann geht es weiter mit einer Sache für meinen Papa. Und zwar hat meine Mama sich gedacht, wir könnten ja mal die grauen Haare in dem Bart von meinem Papa färben. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, ich habe mit meinem Papa eine Beautybox ausgepackt, die kann ich euch ja mal hier verlinken. Vielleicht habt ihr ja da seine grauen Haare gesehen, wer weiß. Und da haben wir uns überlegt, oder hat meine Mama sich überlegt, man könnte ja Augenbrauenfarbe dafür benutzen, um sie zu färben, die Barthaare. Und das ist jetzt eine Augenbrauen- und Wimpernfarbe mit Vitamin C und Farbkomponente. Das ist jetzt, hier steht farbecht und dauerhaft für viele Wochen und da sind 12 Anwendungen drin. Natürlich habe ich das in schwarz gekauft. Wir können ja mal reingucken. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ups, okay. Also hier sind irgendwelche so eine Tabletten drin. Dann haben wir hier so ein kleines Minicampchen. Die Farbe, Wattepads. Natürlich hier oben auch sowas, weil man ja eigentlich damit auch die Wimpern färben kann. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie das funktioniert und ob mein Papa das so mitmacht. Weil ehrlich gesagt glaube ich, so genau weiß er davon noch nichts. Aber da wird er bald von erfahren. Und ja, ich musste jetzt hier die teurere Variante kaufen. Es gab auch eine, die wäre viel billiger gewesen, aber das wäre braun gewesen. Und das hätte, glaube ich, sehr blöd ausgesehen. So, die Tasche leert sich langsam. Ich habe wirklich nicht viel gekauft. Und dann habe ich hier zwei Sachen gekauft. Oder zwei gleiche, zweimal mitgenommen. Und zwar von Doppelherz Magnesium. Wir benutzen sehr gerne die Produkte von Doppelherz Magnesium, Vitamin B12, Vitamin D3. Und die waren alle für meine Mama und deswegen habe ich sie auch gekauft. Und ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass sie im Angebot waren. Und dann sind hier zwei Lippenpflegeprodukte mitgekommen. Einmal von Isana, das hat meine Mama mir aufgeschrieben. Sie hat gesehen, dass es neu ist und ich liebe ja Lippenpflegen. Eine Limited Edition Wassermelone. Pflege und Farbglanz duftet nach fruchtiger Wassermelone. Also ich bin ehrlich, ich finde Wassermelonengeruch ist immer so eine schwierige Sache. Ich rieche mal dran. Ja, aber also ehrlich gesagt riecht es wirklich richtig nach Wassermelone. Das finde ich cool. Aber oft finde ich auch, sind die günstigeren Produkte oft die besseren. Also wenn ich jetzt überlege, bei Chips beispielsweise, schmecken mir die günstige Variante immer besser. Oder wenn man Getränke anguckt, so süße Getränke oder so, ist in denen die billige Variante immer weniger Konservierungsstoffe und so drin. Also ich bin wirklich ein Fan von der günstigeren Variante, so von den Eigenmarken. Also ich finde, die sind immer wirklich sehr gut. Und dann habe ich hier eine Sache, die auch schon ein bisschen Hype hatte, aber das, glaube ich, schon wieder ein bisschen verflossen ist. Ich es aber immer vergessen habe zu kaufen. Und zwar vom BB die Pflegegloss Shaker. Und ich habe jetzt hier Paris verliebt genommen. Also ich... Da gibt es verschiedene Farben. Es gab auch noch New York, aber das war mir irgendwie zu pinkig. Da gibt es ja Paris, New York und Istanbul, glaube ich, oder so. Ja, auf jeden Fall sieht das voll komisch aus. Okay, das muss man bestimmt schütteln. Also das ist jetzt hier, das ist so ein bisschen flüssig und das hat sich ein bisschen so abgesetzt. Aber auf... Okay.
Also hat 5 Milliliter. Ist, wenn ich es jetzt schüttel, vermischt sich das gerade nicht mehr. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ah, okay. Und ich dachte, dass dieses Ding jetzt hier dran ist. Aber man nimmt es so richtig wie so einen Stift raus und macht damit das auf die Lippen. Ich habe jetzt was auf den Lippen, deswegen werde ich es jetzt nicht ausprobieren. Aber ich bin sowieso am Überlegen, ob ich mal so ein paar neue Sachen, die ich ausprobiere, sammle und ein Video daraus mache, dass ich mal so ein paar Neuheiten, was Schminke angeht oder so, einfach mal ausprobiere. Ich habe hier auch einiges zu Hause. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, dass es ein Video gibt, wo ich einfach mal so ein paar Beauty-Produkte ausprobiere, live mit euch. Und dann geht es jetzt mal weiter. Und dann haben wir hier noch 3 Sachen. Erstmal ist hier der Bon. Ich habe auf jeden Fall wieder einen 10% Coupon gehabt und habe damit 4,65 Euro gespart. Also diese Coupons lohnen sich wirklich und die kann ich euch jetzt auch nur ans Herz legen. Die gibt es auch wirklich überall. Also entweder die gibt es in der Rossmann App oder man kriegt die auch nach Hause geliefert, also geschickt. Und das finde ich wirklich, also warum soll man dann den Coupon nicht benutzen, ne? So, dann kommen wir zu 3 Sachen für die Dusche. Und nach diesen 3 Sachen ist erstmal Schluss mit Duschgel kaufen, weil ich muss es ja auch irgendwie aufbrauen. So viel kann man gar nicht duschen, wie ich zu Hause stehen habe. Aber es waren alles 3 Sachen, die im Angebot waren und alles, was ich ausprobieren wollte. So, als allererstes habe ich hier von Frosch eine Granatapfel-Sensitivdusche. Granatapfel ist gerade wirklich sehr im Hype, glaube ich. Überall ist Granatapfel drin. Finde ich nicht schlecht. Ich liebe Granatapfel. Und was ich bei diesen Froschprodukten gut finde, dass es Nachfüller dafür gibt. Also so wie es diese Nachfüllseifen gibt, gibt es auch das für dieses Duschgel. Und ich habe es jetzt mit Granatapfel genommen. Es gab auch noch Aloe Vera und so Meeresduft. Aber als Nachfüller gab es nur Granatapfel. Ich habe im Laden schon ein bisschen dran gerochen. Ist aber nicht so einfach mit Maske und allem. Ich rieche nochmal dran. Ja, also es riecht ein bisschen süßlich, ein bisschen künstlich vielleicht, ich weiß nicht so ganz, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Es wird, glaube ich, ein bisschen dauern, weil da sind noch zig andere Sachen vorher. Und hier steht auch, das ist frei von Mikroplastik, 5,5 pH, hautneutral und vegan, naturnahe Kosmetik. Bin ich sehr gespannt drauf. Das war auch im Angebot, deswegen habe ich es jetzt auch ausprobiert. Und dann 2 Duschgele von BB. Und zwar habe ich ja jetzt eine neue BB Bodylotion für mich entdeckt. Von der habe ich schon öfter geredet. Die ist meine allerliebste Bodylotion mittlerweile. Die ist so toll. Und die Handcreme, die ich von BB gerade benutze, ist auch so toll. Und deswegen dachte ich, muss ich jetzt auch die Duschen ausprobieren. Und hier habe ich einmal die samtig weich Soft Shower Cream mit sanftem Duft. So, für trockene Haut. Da rieche ich auch mal dran. Oh, es riecht sehr lecker. Und es erinnert mich an einen Duft. Vielleicht an ein Duschgel, was wir früher zu Hause hatten oder so. Aber das erinnert mich ganz doll. Riech mal bitte. Das erinnert mich ganz doll an irgendeinen Geruch. Also ich weiß gerade nicht was, aber oder eine Bodylotion von früher, an irgendwas erinnert mich das ganz doll. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber es du ist weißt, nicht unbekannt, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß, aber das riecht definitiv nach etwas. Und ich finde auch diese Verpackung sehr süß. Ich habe auch früher öfter BB benutzt, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte das, irgendwo habe ich mal gehört, dass BB nicht gut ist oder keine Ahnung, da habe ich damit aufgehört, aber ist ja auch egal. So, jetzt haben wir hier einmal granatenfrisch spritziges Duschgel mit fruchtigem Granatapfelduft für alle Hauttypen. Also das ist jetzt nicht explizit für trockene Haut, ich zeige es euch erstmal. Sieht auch sehr süß aus. Ja, und es riecht auch, das riecht wie so ein Kaugummi. Wie so Hubba-Bubba-Kaugummi oder so. Also es riecht auch wirklich sehr lecker. Es gibt ja von Hubba-Bubba diese, die man so rauszieht und dann so feste, so Vierecke. Und das riecht wie diese Vierecken, wie diese festen Kaugummis. Und ich muss sagen, es gefällt mir echt gut. Ich bin gespannt, wie das unter der Dusche so sich entfaltet, der Geruch. So, die Tasche ist leer. Es ist nichts mehr drin. Ich habe euch wieder komplett meinen Einkauf gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, keine Hauls mehr verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.